Hallo Leute, wir haben hier wieder Winter und ist wieder alles voller Schnee und extrem kalt. Und was ich oft mache im Winter, ich tue oft die Vögel füttern mit so Fettfutter, sieht man hier. Da habe ich jetzt ein paar Sachen abgelegt und man sieht oben die Vögel. Meistens kriege ich so Amseln oder Meisen, die da kommen und das Fettfutter essen. Ist eigentlich keine schlechte Sache, allerdings mache ich das nur bei extrem kalten Temperaturen und bei geschlossener Schneedecke. Und ich finde das keine schlechte Idee, macht das schon seit, was weiß ich, 13, 14 Jahre. Und das Fettfutter kann man entweder selber erstellen oder ich habe hier jetzt mal einen Eimer. Da habe ich auch ein paar, kann ich mal so ein Sample zeigen. Upsala. Das sieht fast so aus wie, ich weiß nicht, wie Müsli oder Haferflocken. Ist eigentlich Fett. Etwas wie Hafer, dann Erdnüsse und alles. Fettfutter können fast alle Vögel essen. Ich benutze kaum so, da gibt es ein anderes Futter so mit Sonnenblumenkerne und so, das benutze ich kaum, macht viel Dreck und nicht alle Vögel können es essen. Und ist eine Sache, die eigentlich Spaß macht. Gerade wenn man die Vögel sieht. Man muss aber allerdings aufpassen, wo man das Fettfutter streut. Viele Leute haben was dagegen, weil die Vögel alles voll machen und so weiter. Deswegen, ich pick immer Plätze entweder abgelegen von irgendwelchen Wohngebieten oder wo mir das selber gehört. Also jetzt hier, das Grundstück gehört mir selber und daher mache ich das hier. Ist auch sehr abgelegen, da wohnt niemand hier in der Gegend. Daher können die Vögel keinen Schaden machen, sozusagen. Ne? Und Fettfutter kann man entweder selber erstellen. Ich bin sicher, im Internet gibt es viele Links, wo man sieht, wie man sowas erstellt, wenn man die Zeit hat. Ich selber habe die Zeit nicht, deswegen kaufe ich das. Ich kaufe das allerdings in großen Mengen und ich kaufe das von einem Kumpel von mir. Der gibt mir einen echt guten Preis und von daher ist es keine schlechte Sache. Aber allerdings, wie gesagt, gerade hier in Deutschland wird schon so Vogelfutter schon im September oder Oktober schon verkauft. Ich finde das viel zu früh. Ich finde das viel besser, wenn man das begrenzt auf extrem kälte Temperaturen und geschlossener Schneedecke. Alles andere hat keinen Sinn. Ich meine, letztendlich sind das wilde Tiere, die sich selber versorgen können. Nur halt in solche Lagen, in solche Situationen jetzt wie hier, Schnee und extrem Kälte, verlieren die viel Energie in der Nacht. Und daher ist es ein guter Support für sie, um wieder ihre Energieressourcen zu füllen. Hier sind man sieht die Vögel. Echt ein schöner Blick, also man kann hier den ganzen Tag sitzen und die Vögel anschauen. Ja, aber ich gehe jetzt lieber, man will ja nicht die Kundschaft stören, denn die großen Vögel wie die Amseln und so, die kommen dann erst, wenn ich weg bin. Allerdings so Elster und Krähen habe ich kaum gesehen, die kommen da nicht. Es ist nur so, bis jetzt Amseln, manchmal eine Elster oder so, aber kaum. Meistens so die Kleinvögel, Meisen und dann die Amseln. Hier ist eine, ganz nah jetzt, wieder weggeflogen. Okay, ziemlich frische Vögel, die Meisen. Ja, da ist sie. Ja. Na, weg dir da dran. So, dann gehe ich lieber, dass die Kundschaft in Ruhe arbeiten kann.